Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Boostbox mit dem Boostbox Peatsmeet Supernova für 5.669 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Ja, 5.600 Euro sind eine Stange Geld. Da erwartet man das Beste vom Besten. Ich kann schon mal voraussagen, es ist okay, das System. Aber da kommt hinterher noch ein Haken, den werde ich euch dann noch verraten. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Das scheint nicht sonderlich fake zu sein. Klar, sie haben die Beleuchtung eingestellt. Das ist halt ein Peatsmeet-PC. Grün-schwarz, ja, von mir aus. Wasserkühlung, da haben sie dieses lustige Logo da drin. Das scheint auch irgendwie ein Extra zu sein. Ja, von mir aus auch okay. Ansonsten scheint es nicht großartig fake zu sein. Also was heißt nicht großartig? Es ist einfach kein Fake. Es sieht tatsächlich so aus. Es ist gut. Und ja, ich sag's in jedem Video, aber für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, dass die entweder nur das Case zeigen, wie zum Beispiel Dubaro oder so das machen, oder eben wirklich das System, was drin verbaut ist. Und das machen sie hier. Das einzige, okay, ein kleiner Haken ist doch da die Grafikkarte. Das wird jetzt eine Asus-Karte sein, die da drin ist. Es kann gut sein, dass es halt eine andere ist, weil Hersteller nach Verfügbarkeit. Eine Asus-Karte wäre natürlich geil, wenn sie drin wäre. Ansonsten macht es performance-technisch keinen großen Unterschied. Es gibt einige Karten, die haben dann noch so integriertes OC, also Overclocking, ob man da jetzt wirklich drüber reden sollte. Naja. Zuallererst starten wir mit dem Betriebssystem. Hier haben wir Windows 11 Home mit dabei. Windows 11 würde ich hier auch anraten, weil es halt einfach die neueste Intel-Generation ist und Windows 11 kommt am besten mit dem Performance- und Efficiency-Cores klar. Ich persönlich, wenn ich jetzt ein AMD-System oder so habe, gehe immer noch auf Windows 10, weil Windows 10 einfach stabiler läuft. Mit einigen Spielen gibt es nämlich Probleme, was Windows 11 angeht, auch mit einigen Treibern. Da ist man noch auf der sicheren Seite. Aber Windows 11 ist jetzt nicht so schlimm, es ist halt sinnig für das System. Es ist nur die Home-Variante, ihr braucht nicht unbedingt die Professional-Variante, das ist nicht so wichtig. Und das kostet 69,99 € bei MySoftware. Hier haben wir noch als Zusatzsoftware Bullguard Internet Security, es einfach weg. Nimmt den Windows Defender, der ist ja sowieso mit dabei, der macht einen sehr guten Job. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i9-12900KF mit 16 Kernen. Die 16 Kerne, die beziehen sich natürlich hier auf die Efficiency und Performance Cores. Die Performance Cores können nochmal Hyperthreading nutzen, da seid ihr bei insgesamt 24 Threads, also 16 Threads plus die 8 Kerne. Hat eine TDP von 125 bis 241 Watt, das passiert halt, wenn dieser Performance Boost mit dabei kommt, wenn die Performance Kerne arbeiten. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Ja, ist der Top-Prozessor schlechthin. Klar, es ist der KF. Das F bedeutet einfach nur, dass er keine integrierte Grafikeinheit hat. Das K bedeutet, er ist übertaktbar. Was ich bei dem System vielleicht nicht machen würde, da kommen wir aber später zu. Ansonsten käme danach nur noch der KS. Ob das jetzt Sinn macht, die Mehrleistung bzw. der Mehrpreis gegenüber der Mehrleistung, ja, ich glaube nicht. Der KF ist ein guter Prozessor. Ich persönlich sage auch immer, wenn ihr euch einen PC zusammenstellt, nimmt einen 12700K oder so. Das reicht, wirklich. Das ist dieser Sprung von 12700K auf 12900K. Vom Preis her rechtfertigt nicht die Mehrleistung, in meinen Augen. Ansonsten ist der zum Streamen und zum Zocken wunderbar geeignet, alles okay. Und der kostet 557 Euro bei Mindfactory. Als Wasserkühlung bekommen wir die Asus ROG Ryujin 2 360 Wasserkühlung mit RGB-Steuerung, Peatsmeet Logo-Animation. Ja gut, die haben die Datei mit draufgeladen, weil das Windows eh vorinstalliert ist und zeigen das dann auf der Wasserkühlung an. Das Lustige ist, hier haben sie noch ein Bild von der Ryujin 1. Die haben wir selber hier im Haushalt, Lexi hat die. Ist eine super Wasserkühlung, gar keine Frage. Hier ist es die 2er. Wird dann oben an dem PC richtig angezeigt. Das ist die mit dem großen Monitor, sag ich mal, mit dem großen Display. Hier haben wir halt noch die mit dem kleinen Display. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Das ist irgend so ein Stockfoto, denke ich mal. Ich hoffe wirklich ganz stark, dass sie auch wirklich die Zweier-Variante nehmen, weil die steht halt hier auch ausgeschrieben drin. Wie gesagt, ist eine super Wasserkühlung. Ist natürlich scheiße teuer. 300 Euro für eine Wasserkühlung. Zum Vergleich, eine Arctic 360er, gut, ohne Display.
kriegt ihr halt für 100. Deswegen, die hat auch ungefähr die gleiche Leistung. Aber wie gesagt, die ist super, auch vom Design her. Ich denke mal, die wollten wirklich auch auf Design gehen, weil eben der PC auch so scheiße teuer ist. Und die wollten wirklich das Maximum rausholen. Bitte, da ist es dann. Herstellergarantie auch 6 Jahre. Das ist eine Top-Wasserkühlung, überhaupt kein Problem. Und die kostet 316,92 € bei Amazon. Die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 3090, beliebiger Hersteller bzw. Hersteller nach Verfügbarkeit. Nur mal so, wenn ihr eine Asus Strix wollt, wie sie im Bild angezeigt wird, dann kostet die halt 200 € mehr. Ansonsten kriegt ihr halt Hersteller nach Verfügbarkeit. Kann dann eine Gigabyte, MSI oder sonst irgendwas sein, wollte ich nur gesagt haben. Und da wir hier auch freie Hand haben, nehme ich natürlich eine Gigabyte, die ist aktuell am günstigsten. Die liegt jetzt gerade bei 1829 €. Ich finde diesen Preissprung gegenüber einer 3080 Ti und einer 3090 extrem für das bisschen mehr Leistung, die sie hat. Also das ist wirklich eine Top-Grafikkarte, hat auch übelst viel Speicher und so, verstehe ich alles. Für mich würde es keinen Sinn machen. Das ist wie das Thema mit dem Prozessor. Ich würde lieber einen 12700K nehmen anstatt einen 12900K. Und hier würde ich eine 3080 Ti nehmen anstatt eine 3090. Liegt natürlich jetzt auch an dem Preis, den sie aufrufen. Sie wollten das Maximum rausholen. Hiernach käme nur noch die 3090 Ti, die die Mehrleistung von ungefähr 10% hat. Nagelt mich nicht drauf fest, aber 10% Mehrleistung hat die dann noch. Aber auch da ist der Preissprung einfach, naja, drauf geschissen, kann man vergessen. Wie gesagt, super Grafikkarte, den FPS-Test dazu findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1829 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi. Ah, das ist schon lecker. Und es ist ein DDR5-Board. Also es ist wirklich das top-aktuellste, was ihr so kriegen könnt. Es gibt natürlich noch Übertreiber-Mainboards, aber das ist wirklich schon sehr, sehr gut. Das hat auf jeden Fall eine schöne I/O-Blende mit gekühlten Spannungswandlern, dann noch 4 RAM-Bänke. Hier kommt eine SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD einbauen, hier könnt ihr auch noch eine SSD einbauen. Erweiterungssteckplätze für zum Beispiel irgendwie eine USB-Erweiterungskarte oder so könnt ihr auch noch nutzen oder eine Capture-Card. Grafikkarte kommt hier vorne rein. Hier haben wir auf jeden Fall 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, USB-C 3.2, USB-C 3.1, zweimal USB-A 3.1, USB 3.0 4 Stück, USB 2.0 2 Stück. DisplayPort HDMI bitte nicht benutzen, weil das macht ihr halt über die Grafikkarte. Der Prozessor hat sowieso keine integrierte Grafikeinheit. Und dann haben wir hier noch einen BIOS-Flashback-Button. Wenn ihr den mal zurücksetzen müsst oder irgendwie flashen wollt mit dem USB-Stick, auch kein Problem. Das ist auf jeden Fall ein schönes Board. Also top aktuell, Z690-Chips dazu übertakten geeignet und dann noch DDR5, okay. Hier haben wir auch den aktuellsten WLAN- und Bluetooth-Standard, also alles wunderbar. Und das kostet 399,80 € bei Check24 Elektronik. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 64 GB DDR5 RAM Dual-Channel, 4x16 GB 4800 MHz Kingston Fury Beast. Und auch hier bestätigt sich wieder, sie faken halt nicht am Bild rum. Er ist nicht beleuchtet. Und das seht ihr auch auf dem Bild so. Da sind jetzt nicht diese lustigen leuchtenden Streifen, sondern wirklich unbeleuchteter RAM. DDR5 mit 4800 MHz entspricht natürlich der Spezifikation von Intel. Man kann auch 5600 MHz reinschmeißen. Ob es sich so lohnt, bei DDR5 aktuell den Mehrpreis zu bezahlen? Ich glaube nicht. 4800 MHz ist schon mal okay. Viel mehr Leistung kriegt ihr dadurch sowieso nicht aktuell. Gegenüber DDR4 3600 MHz zum Beispiel, weil die Timings einfach noch so extrem hoch sind bei DDR5. Wir haben hier jetzt das Set 2x16 GB, das habe ich zweimal in den Warenkorb reingeworfen, damit wir auf diese 64 kommen. Da sind ja auch 4 Riegel drin, das ist auch okay. Ich persönlich finde immer, dass man lieber 2 Riegel verbauen sollte, a 32 GB, weil 4 Riegel kratzen manchmal ein bisschen an der Stabilität des Systems, das muss man leider so sagen. Die Erfahrung haben wir hier zu Hause auch schon gemacht. Wir haben ja auch ein System mit 64 GB drin, durch diese 4 Riegel läuft das schon ein bisschen instabiler. Wollte ich nur dabei sagen, ihr habt natürlich Garantie und so weiter auf dieses System, aber ich wäre lieber auf 2 Riegel gegangen, aber 64 GB ist natürlich super. Die Frage ist nur halt, wer es braucht. Also ich finde 32 GB reichen in der jetzigen Zeit. Wir haben hier 64 GB, wenn wir Grafikdesign und so machen, okay. Wenn ihr natürlich vorhabt, irgendwie Grafikdesign oder Videoschnitt zu machen, ist 64 GB eine feine Sache. Und der kostet 218 € bei Cyberport. Die erste und die zweite Festplatte sind jeweils eine 2 TB M.2 PCI Express SSD Kingston Fury Renegade. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde, sprich PCI Express 4.0. Die Dinger sind sauschnell. Meiner Meinung nach, gut, ihr gebt das Geld jetzt dafür aus, aber meiner Meinung nach braucht man das nicht, weil ihr schaufelt halt nicht täglich so viele Daten hin und her. Wenn ihr es natürlich macht, klar, ist auch super, aber ich kenne kaum Leute, die wirklich jeden Tag Terabytes an Daten durch die Gegend schieben oder auch Gigabytes. Also von daher ist nice, dass es drin ist. Ich will da überhaupt nicht meckern. Top Sache. 4 Terabyte finde ich auch völlig in Ordnung. Vor allen Dingen reiner SSD-Speicher und dann noch PCI Express 4.0. Ihr bekommt was fürs Geld, das ist schon mal in Ordnung. Und die kostet 299 € mal 2 natürlich bei Cyberport. Das Gehäuse ist ein BeQuiet Silent Base 802 schwarz mit Sichtfenster. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe schon so oft in dem Ding gebaut. Es ist so ein geiles Case. Ich hatte das bestimmt schon dreimal hier. Zweimal in schwarz, einmal in weiß. Das bringt auch noch verschiedene Frontblenden mit. Einmal mit Schallschutz oder eben für Airflow, dass ihr dann quasi eine Flow-Front habt, also eine Mesh-Front. Das ist ein super Case.
Gar keine Frage. Also besser hätte da die Wahl auch nicht treffen können. Es gibt natürlich noch bessere von BeQuiet, klare Sache. Aber das 802er, wenn ihr nach einem guten Gehäuse sucht, das. Das bringt auch schon drei Lüfter mit, 140 mm. Ihr habt viel Platz, auch für Kabelmanagement, Erweiterbarkeit, echt top. Also, das ist jetzt kein Werbevideo, es ist wirklich ein geiles Case. Ich baue gerne drin. Auch zum Beispiel hat es einen Schlitten für eine Wasserkühlung. Da könnt ihr dann quasi um den Schlitten rausziehen, dann die Wasserkühlung montieren und oben einfach wieder einsetzen. Ah, echt ein Top-Case. Deswegen kann ich da gerade so überzeugt von reden. Ist halt so, dass ich es halt ein paar Mal da hatte. Ist echt, also guter Punkt, gar keine Frage, wunderbar. Und das kostet 168,97 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch einen 140 mm Gehäuselüfter. Dazu springen wir jetzt nochmal zurück zum Case. Es ist so, die Wasserkühlung wird ja hier scheinbar in die Front eingebaut. Das heißt, diese beiden Luffys werden nach oben gesetzt und dann fehlt da noch einer. Das heißt, die packen noch einen mit dabei, dass ihr oben drei habt und in der Front drei und hinten halt einen. Also der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Und ein so ein Lüfter kostet 19 € bei Mindfactory und den packen wir auch so in den Warenkorb. Dann haben wir hier noch Cable Modding, also Lian Li Streamer Plus RGB Kabel Sleeve, beleuchtet inklusive Lian Li Streamer Plus Triple 8-Pin RGB PCI Express VGA Stromkabel mit Controller inklusive Einbau. Ja, das sind diese beleuchteten Kabel, die ihr auch öfters mal bei irgendwelchen Streamern dann im Hintergrund seht oder auch vielleicht bei Freunden in einem Case. Die sind ganz nett, die gibt es auch günstiger von anderen Herstellern, zum Beispiel bei AliExpress kann man die auch bestellen. Die sehen dann vielleicht nicht ganz so geil aus, aber sie reichen auf jeden Fall aus. Das hier ist einfach nur ein Designmerkmal. Das gibt euch auch keine Mehrleistung oder so. Es sieht halt einfach nur geil aus. Kann man bei so einem System auch erwarten. 5.600 €, dass die Dinger da drin sind. Ja, warum nicht? Spielerei, aber sie sind dabei. Und die kosten hier für die Mainboard-Variante 44,88 € und für die Grafikkarte 68,03 € bei Mindfactory. Ja, und jetzt kommen wir zu so einem Punkt. Hier ist ein Netzteil drin. 850 Watt Boostbox, Power Boost, Full Modular, 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Das ist noch nicht mal mehr richtig gelistet bei Geizhals, also ohne Produktbild bzw. ohne technische Daten. Kostet 99,90 € via CSL, weil Boostbox gehört halt zu CSL. Ich finde ein 850 Watt Netzteil mit einer 3090 und einem 12.900 kF ein bisschen schwierig. Wenn ihr hinterher noch übertakten wollt und ähnliches, finde ich das sehr, sehr knapp bemessen. Wir haben hier im Netzteilrechner eine errechnete maximale Leistungsaufnahme von 711 Watt mit Puffer 761 Watt. Das ist laut Rechner noch okay. Ihr müsst euch aber vorstellen, solltet ihr wirklich auf die Idee kommen zu übertakten und das ist halt ein K-Prozessor mit einem Z690 Chipsatz, dann könnte das echt knapp werden. Eine Leistungsspitze in irgendeinem Game oder so und dann ist die Kiste aus. Finde ich ein bisschen schwierig, vor allen Dingen ist es halt nur ein Boostbox-Netzteil. Da steht jetzt nicht BeQuiet Straight Power oder so dran oder Seasonic oder Corsair oder so, sondern einfach nur Boostbox. Das ist irgend so ein OEM-Zeug. Ich hätte ein anderes genommen, ganz ehrlich. Und vor allen Dingen, sie haben sie ja auch. Aber überlegt mal, ein 850 Watt BeQuiet Straight Power 11 kostet hier schon 99,90 € Aufpreis. Klar, da sind irgendwo die Montagekosten noch mit drin, weil sie das Netzteil tauschen müssen. Vielleicht haben sie die Dinger wirklich fertig da stehen. Da müssen sie es natürlich aufmachen, neues Netzteil rein, verstehe ich alles. Aber wenn ihr schon einen Aufpreis für einen Straight Power von 100 € nehmen, finde ich schon krass. Irgendwo muss da ein Qualitätsunterschied sein. Gut, es ist nur Gold zertifiziert, das andere ist Platinum, verstehe ich. Das sind ungefähr 2% Unterschied. Ich wäre auf das Straight Power gegangen. Und dann vielleicht noch ein bisschen mehr Watt, vielleicht 1000 Watt wirklich, damit man für die Zukunft auch gerüstet ist. Weil, wie wir alle wissen, die RTX 4000er Reihe soll wohl eine Menge Strom fressen. So richtig offizielle Daten sind noch nicht im Umlauf, aber Gerüchten zufolge sollen die Dinger übelst viel Strom fressen. Und wenn ihr dann später irgendwann auf die Idee kommt, die Grafikkarte vielleicht auch nochmal zu tauschen auf die aktuellste Variante, dann kann es passieren, dass 850 Watt einfach nicht mehr reichen. Das machen wir zum Beispiel bei uns auf dem Discord auch so. Die Leute wollen ein PC-System. Wenn es jetzt nicht unbedingt ein Budget-System ist, sagen wir immer, nimm ein bisschen mehr Watt, damit du in Zukunft halt einfach umstecken kannst, ohne irgendwie Ärger zu kriegen. Weil dann müsst ihr selber das Netzteil tauschen, dann habt ihr den Salat. Hier steht noch WLAN aufgelistet, das ist dem Mainboard geschuldet. Dann ist hier noch eine Garantieerweiterung sogar mit drin. 36 Monate Garantie und Abholservice. Ja, ihr kriegt ein Rücksendelabel für DHL. Die klingeln dann bei euch, die holen das Ding dann ab, da wird diese Abholung mit drin sein. 3 Jahre ist super. Gar keine Frage. Die meisten nehmen halt 2 Jahre. Agando zum Beispiel gibt auch 3 Jahre, aber davon nur 6 Monate Pickup und Return. Hier haben wir ganze 3 Jahre Pickup und Return. Das ist in Ordnung. Und ihr bekommt noch ein Aktionsprodukt, und zwar ist das ein PietSmiet Sticker. Den haben sie sogar abgedruckt. Ich habe es gerade aufgeklappt. Ja gut. Wer Wert drauf legt, bitte. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD 2-mal, den Prozessor, den RAM, auch 2-mal natürlich das Kit, Grafikkarte, Mainboard, den einen Gehäuselüfter, das Gehäuse selbst, die Wasserkühlung, die beiden RGB-Streamer-Kabel, Windows 11 und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 4.607,49 €. Das System soll kosten 5.669 €. Ist es euch das wert? 1.000 € Aufpreis, weil PietSmiet dran steht? Oder
Ich weiß es nicht. Ich finde das, also das ist natürlich viel zu viel. Wenn ihr die Komponenten finden würdet bei Mindfactory, ja, ich weiß, es hört sich an wie ein Werbeslogan, aber Mindfactory nimmt 150 Euro fürs Zusammenbauen. Alternate auch. So, haben wir das. Dann kämt ihr günstiger bei weg. Die Frage ist halt, ob ihr alles bei Mindfactory kriegt. Da müsst ihr ein paar Alternativen nehmen. Vielleicht gibt es nicht gerade das Board, sondern halt ein anderes, weil ich weiß, dass Mindfactory sich aktuell irgendwie mit Asus verscherzt hat. Die bieten keine Asus-Produkte bei sich im Shop an. Aber 1000 Euro Aufpreis ist einfach viel zu viel. Es ist ein super konfiguriertes System, bis aufs Netzteil. Das wäre jetzt meine Kritik. Die halten sich halt an die Standards. Sie hätten vielleicht noch schnelleren RAM nehmen können, mit 5600 MHz zum Beispiel. Ja, das wäre im Preis auf jeden Fall noch mit drin gewesen. Selbst da auch der Preissprung. Also ich würde es jetzt einfach so nicht kaufen. Es wurde mir halt vorgeschlagen in Discord. Jemand hat es reingepostet. Es ist halt zum Kaufen da. Es gibt Leute, die suchen danach. Das ist nicht für jeden was. 5600 Euro, da kriegt ihr einen guten Gebrauchten für. Auto jetzt, ne? Und mit 1000 Euro Aufpreis kann ich mich null anfreunden. Das ist halt viel zu viel. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen PCs mittlerweile ist. Ich hatte diese Pizmeet-Dinger schon mal in günstiger. Die hatte ich mir dann angeguckt. Kann ich mir auch gerne nochmal angucken, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil sich preislich, dass sich da alles so ein bisschen ja, eingependelt hat, was die Grafikkarten angeht. Aber 1000 Euro ist definitiv zu viel. Wenn da jetzt so eine Custom-Wasserkühlung oder so drin wäre, hätte ich noch gesagt, ja, okay, ja, da kann man mit leben, klar. Aber so, das sind alles Stockteile. Die könnt ihr selber zusammenschrauben. Wer sich ein bisschen damit auskennt, kann die selber zusammenbauen. Das ist halt die 1000 Euro nicht wert. Ansonsten Konfiguration okay, Netzteil kacke, Preis zu hoch. Und das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.